Hallo Leute und herzlich willkommen zu Formel 1 2020. Wir haben jetzt hier, können einen neuen Sponsor haben und vielleicht habe ich das letzte Mal falsch erklärt. Und zwar steht hier unten immer Zielbonus und das ist nicht, ich dachte immer, ich muss so viel erreichen pro Rennen, damit die mich weiterhin unterstützen. Das stimmt aber gar nicht. Wir haben hier ein wöchentliches Ziel. Und zwar bei diesem hier jetzt. Archive oder wie man das wie man das ausspricht, keine Ahnung. Da brauchen wir immer drei verschiedene Meisterschaftspunkte, Konstrukteursmeisterschaftspunkte an einem Wochenende. Das müssen wir erreichen, aber der Zielbonus, das ist, wenn wir zum Beispiel Erster werden, glaube ich, oder aufs Podest kommen, ich weiß es gar nicht ganz genau, dann bekommen wir diesen Bonus plus. Also halt Bonus, ne? Okay, genau. Jetzt aber gehen wir mal runter und ich suche mir jetzt mal einen aus und danach gehen wir zum nächsten Rennwochenende in Vietnam. Okay, Leute, seht jetzt hier das Auto. Ich habe es nochmal ein bisschen umlackiert und auch nochmal ein paar Sponsoren-Sticker raufgemacht. Aber allerdings noch nicht so viel, weil wir ja noch mehr haben werden. Jetzt werden wir aber erstmal zum Rennwochenende gehen. Bis dann. Oh Leute, ich habe gerade gesehen, im Qualifying wird es Regen. Das bedeutet nicht gut ist. Und übrigens, wenn ihr vielleicht fragt, das ist ein bisschen random, wieso kommt heute ein Video? Ganz einfach aus dem Grund. Ich habe gemerkt, yo, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, auf dem Zweikanal jede Woche ein Video zu bringen, weil wir beide nicht so viel Zeit haben. Wir haben einfach nicht so viel Zeit, sagen wir es so. Und deswegen, ja, habe ich gedacht, komm, ich mache einfach Videos, wann ich kann, auf dem Hauptchannel, wie auch auf dem Gaming-Channel hier. Und werde jetzt einfach Formel 1 spielen, Alter. Ich werde auch nicht wirklich einen Upload-Plan mehr haben. Ich werde einfach hochladen, auf was ich gerade Bock habe. Und was ich gerade spiele, ich versuche jeden Tag ein Video jetzt wieder zu bringen. Bis auf sonntags. Mal gucken, wie lange es anhalten wird. Und ja. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Okay, Leute, wir gehen jetzt zur Strecke. Let's go. Wir haben extra die Regenreifen. Oh Gott, ich hoffe, es wird im Rennen nicht so sein. Und ich habe jetzt übrigens auch die DRS bzw. das ERS umbelegt in den Tastatureinstellungen. Bzw. in den Controller-Einstellungen. Oh Gott, Alter. Scheiße, Mann. Weil, ja, das hat erst meine Aufnahme so ein bisschen gespackt und ich mache das jetzt nicht im Video, aber normalerweise schalte ich mit den hinteren auch noch das Auto. Das mache ich im Moment gerade nicht, weil erstmal würde es einfach zu krass stören, weil das müsste ich fast durchgehend drücken halt. Und zweitens ist es ein bisschen einfacher, wenn ich da auch noch ein bisschen laber und so. Für mich. Naja. Genau, ihr könnt natürlich auch immer Spiele, Vorschläge, was ich spielen soll, unten in die Kommentare schreiben. Es wird sicher auch wieder mal Hitman kommen, aber im Moment bin ich einfach gerade so im Formel 1 Fieber. Und deswegen spiele ich dieses Spiel jetzt im Augenblick gerade so ein bisschen mehr. Und ich hoffe, man versteht mich alles. Ich hoffe, das hat nicht mehr wirklich Probleme. Eigentlich sollte es zwar nicht, aber man weiß ja nie. Und aus irgendeinem Grund kann ich irgendwie nie das DRS aktivieren. Ich weiß nicht, ob das wegen dem Regen ist. Da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von. Könnte mir das relativ gut vorstellen, tatsächlich. Naja, ich versuche jetzt mal eine gute Qualifying-Zeit zu bekommen. Eigentlich das Qualifying kann ich eigentlich uncutten lassen, genauso wie die letzte Runde. Dass ich immer ein bisschen uncut, laber ein bisschen, manchmal, oh Gott, manchmal vielleicht ein bisschen weniger. Naja, ich hoffe ja, dass es einfach am Renntag nicht mehr so regnet, weil dann haben wir echt wenig Grip. Und das ist etwas, was ich gar nicht leiden kann. Ich kann auch überhaupt nicht gut beschleunigen gerade. Also, doch könnte ich schon, aber dann würde ich einfach ausrutschen, wenn ich nach einer Kurve voll rausgehen würde. Muss ich dazu ein bisschen slow und auch überall abbremsen, Alter. Aber bisher scheinen wir noch Erste zu sein. Wir sind, glaube ich, Erste. Ja, Erster, let's go. So, Leute. Ja, genau, das werden wir versuchen. Natürlich, ein bisschen besser wäre auch nicht schlecht. Nee, wir haben, ich würde sagen, einfach los, oder? Ich meine, hat keinen Sinn, jetzt hier noch zu warten. Wir legen los. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe etwas, wo man sich sehen lassen kann mit. Also ergebnistechnisch. Mal gucken, ob da irgendwas. Oh, oh. Oh Gott, Alter. Ob da irgendwas in der Luft liegt. In der Luft.
Ja, nicht unbedingt, aber allgemein einfach, dass wir irgendwas erreichen können. Das wäre schon halt so. Das wäre halt schon so das Ziel, ne? Aber nein, wir werden sehen, ob wir irgendetwas überhaupt erreichen. Ist ja auch Bottas hat die Medium-Reifen. Wir haben ja jetzt Soft-Reifen. Okay. Interessant, interessant. Oh, scheiße. Das war nicht sehr gut. Ich versuche auch ein bisschen wenig. Ah, danke, ja. Ich werde auch versuchen, nicht so viel zu quatschen, sondern ein bisschen mehr aufs Rennen zu konzentrieren. Und halt immer, wenn so etwas Spannenderes passiert, ein bisschen zu quatschen. Deswegen könnte es auch manchmal sein, dass das Video so ein bisschen kürzer wird. Aber nee, was soll ich. Okay, wir fahren auch stolze 310 km/h. Okay, ich mache das ERS schon mal an. Und jetzt durch die Kurve. Hauptsache, ich habe vorhin noch gerade gesagt, ich laber nicht so viel. Ich laber schon wieder alles Mögliche zu. Egal, jetzt aber really. Oh scheiße, den Frontflügel so ein bisschen. Egal, es wird nicht so schlimm sein, oder? Fuck, aber sie wollen nicht rein. Ach nee, so behindert. Wieso mache ich denn sowas? Naja, ich muss auch im nächsten Rennen dann oder vor dem nächsten Rennen die KI so ein bisschen besser machen. Einfach aus dem Grund, weil ihr seht, sie haben auch schon wieder über 2 Sekunden Abstand vom hinteren, vom Hintermann. Alter, ich kann nicht mehr reden. Und ja, das ist dann halt wirklich eigentlich auch keine Challenge mehr. Sobald wir, wenn wir einen Qualifying Pole haben und dann im Rennen auch einen guten Start haben, dann können sie uns quasi nichts mehr machen. Dann wird es nur spannend nach dem Reifenwechsel. Und es soll ja trotzdem auch so ein bisschen spannend für mich und für euch bleiben. Weil wenn ich jetzt hier 14 Runden einfach so fahre, ist es ja für euch jetzt nicht wirklich spannend. Deswegen ja. Aber das Ganze können wir jetzt in der nächsten Runde machen. Nein! Leute, ich habe Unfall gemacht. Okay, Leute, ich wurde gerade noch so ein bisschen unterbrochen, aber das ist egal. Das Problem ist, wir benutzen jetzt die Rückblende, sonst wären wir raus. Aber das gibt uns am Schluss einen Abzug, weil wir eben die Rückblende benutzt haben. Aber besser als ausscheiden, oder? Deswegen machen wir jetzt einfach irgendwie von hier weiter und hoffen, dass ich mir mal einen Unfall baue. Das war echt dumm. Ich hätte nicht so risk gefahren sollen. Ich glaube, ich bin jetzt auch schon in der 5. oder 6. Runde, weil wir können ja gleich gucken. So. Ja, let's go. 5. Runde. Und das heißt, ja, wir haben bald dann auch den Boxenstopp. Ich glaube, der kommt bei der 6. oder 7. Runde bei dieser Piste. Bin mir nicht so sicher. ja, Vietnam feiere ich aber eigentlich sowieso nicht so. Also zum Zuschauen ist es nice, spannend auf jeden Fall, weil die Fahrzeuge halt eben eng aufeinander sind. Aber genau wegen dem mag ich die Piste überhaupt nicht zum Fahren. Aber naja, kann man nichts machen, ne? So, nochmal gucken. Ja, keine Bestzeit leider. Aber da habe ich schon ja die Beste. Da habe ich schon ja die Beste. Ist das durch? Weiß ich nicht. Genau, mit YouTube. Ich werde einfach Videos raushauen, wann ich kann. Und je nachdem halt am Tag vielleicht 3, am nächsten Tag dafür vielleicht nur 1 oder gar keins. Kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie gut, dass ich Zeit habe. Weil bei uns ist alles immer sehr spontan. Und deswegen ja. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Ich habe auch noch gedacht, Chalupi zu spielen. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt, ob ihr es feiert. Aber ich werde das wahrscheinlich demnächst mal spielen. Sowieso so ein kleiner Indie-Spiele. Also ist jetzt nicht so ein Indie-Spiel. Einfach etwas kleinere Spiele, so die nicht so viele Folgen geben. Und dann ab und zu sonst so ein bisschen spielen. Und Minecraft habe ich gedacht, ja, werde ich so ein bisschen streamen. Habe ich auch schon gedacht, dass wir zum Beispiel auch mal eine Map bauen. Werde ich vielleicht heute Abend schon machen, noch später. Eventuell bin ich ja schon online, wenn ihr das seht. Aber eher weniger. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt online werde kommen. Mal sehen. Ja, ich fahre jetzt hier auf jeden Fall mal noch das Rennen zu Ende. Ihr seht, wir haben mittlerweile auch schon 8 Sekunden auf Hamilton. Ah, der fährt auch mit Medium. Ach, beide Mercedes, lol. Genau. Die werden wahrscheinlich dann auch mit Medium weiterfahren, würde ich sagen. Also ich weiß es nicht. Der Boxen, unser Boxentyp macht das ja. Nicht wir. und genau, dann bin ich mal gespannt. Ja. Was oder wie lange das unser Boxenstopp geht. Wir haben schon wieder ein bisschen Zeit verloren. Ja, jetzt. Okay, wir gehen danach direkt rein. Finde ich eine relativ gute Taktik. Gerade wenn wir jetzt noch einen Vorsprung haben.
Weil sie müssen ja auch irgendwann an die Box, das wäre nicht so schlimm, wenn sie mich überholen. Dann kann ich mich schon ein bisschen vorarbeiten, währenddessen die anderen noch die ganze Zeit denken, oh scheiße, ich muss noch an die Box. Okay. Ja, dann bis in der Box wahrscheinlich. Oh lol, Alter, ich hätte fast die Ausfahrt verpasst. Scheiße, Mann. Okay, ja, mal gucken, wie lang das die Stoppzeit sein wird. Ich hoffe nicht zu hoch, aber wahrscheinlich halt trotzdem so 10 Sekunden. Okay, die hinter bekommen aber auch alle rein. Also wirklich alle kommen rein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hä? Ah, ne, Bottas. Bottas zieht davon. Okay, ja, der ist vorbei. Kommt schon, Leute, bitte. Scheiße, die anderen haben wahrscheinlich keinen Schaden, deswegen sind die schneller. Kommt, Leute. Alter, 10 Sekunden. Wir sind aber noch vor den anderen. Glück gehabt, würde ich sagen. Okay, sie sind jetzt auf Soft. Weiß nicht, was besser ist. Wo muss ich übernehmen? Okay, okay. Nicht überschreiten die Linie, das kennt ihr ja. Hoffe ich. Ich glaube, es sind alle an der Box, die vor mir waren. Ja, waren alle in der Box. Let's go. Okay, mein Teamkollege ist auch in der Boxengasse. Jo. Apropos Teamkollege. Ich glaube, er war gar nicht letzter. Er war irgendwie zweitletzter oder so. Naja. Doch, scheiße, jetzt habe ich noch eine Verwarnung gekriegt. So unnötig. Naja. Nein, ich bin schon wieder reingefahren. Ich konnte dem ersten noch so ausweichen, sonst wäre wahrscheinlich das ganze Auto wieder im Arm gewesen. Allerdings muss ich einen kleinen Schaden trotzdem noch einstecken. Aber ich muss einfach vorsichtiger sein. Problem ist, wir können halt einfach weniger besser Kurve schneiden, wenn wir einen Schaden haben. Das bedeutet, wir müssen mehr abbremsen. Das heißt, die anderen können besser aufholen. Außer sie haben natürlich auch einen Schaden, aber oh, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ja, ich versuche jetzt mal das Rennen noch heil zu beenden bis zur 14. Runde. Dann werden wir die letzten Runde noch mal zusammenfahren und dann ja mal gucken, ob wir bis dahin noch Erster sind. Ich bin gespannt. Das gibt es nicht in der genau gleichen Kurve. Seht ihr, wie nah das der war? Och nein, jetzt bekommen wir noch mehr Abzug. Olo Hamilton versucht zu überholen, schafft es auch leider. Oh, aber wir kommen gut hindurch. Alter, aber oh, das war risky. Boah, Alter, scheiße. Mann, was mache ich denn jetzt? Scheiße, jetzt ist der andere vorne Flügel auch noch angeschlagen. Och Mann. Jo, Alter. Och Mann, ich muss das jetzt einfach schon wieder benutzen. Oh, was ist da passiert? warte mal. Das müssen wir jetzt kurz analysieren. Was ist da passiert? Hamilton kam da. Ich habe dann so ein bisschen rüber ja, wow, man hat es kaum gesehen. Warte mal. Okay, hier. Ach, als ob es ist genau da. Warte mal. Wenn wir auf Hamilton wechseln, okay, das passt. Ah, jetzt brauchen wir gar nicht auf Hamilton. Warte mal, so, jetzt ist auf Hamilton. Okay, da sieht man auch nicht viel mehr leider. Doch, hier sieht man es eigentlich wirklich gut. Okay, ich will dann hier rein. Er kommt hier an der Bande an, muss rein und drückt mich deswegen weg. Ehrenlos. Anders geht's halt nicht. Oh, das war dumm. Ja. Jo, genau gleich wieder. Ja, und jetzt konnte der andere natürlich auch noch durch, weil ich abbremsen musste. Gut, klar. Dritter ist auch noch gut, aber trotzdem. Erster wäre besser. Scheiße, da auch noch meine Bestzeit geschlagen. Ja, toll. Yo! Was war das denn für ein Move? Was haben denn alle gegen mich? Ja, genau, und ich bekomme die Verwarnung. Wahrscheinlich, Bruder. Ja, Alter, da fliegt denn mein Frontflügel noch durch die Gegend. Toll, jetzt sind ich... Ja... Das war ein taktisches Spiel von ihm. Jetzt kann er mich nämlich easy überholen. Weil ich jetzt... Ja, guck mal. Guck dir das mal an. Kannst du mir doch nicht erzählen, Alter. Ich muss jetzt so langsam fahren. In den Geraden kann ich ihn noch davonziehen. Oder es zumindest versuchen. Aber Kurven, Alter. Wenn ich diese Runde noch Platz 3 bleibe, das wäre schon krass.
habe jetzt zwar die letzten zwei Runden noch durchgeredet, aber das ist eigentlich auch okay, weil ich lasse euch das jetzt drin. Ich brauche ein bisschen. Richtig, mag nicht cutten. Ne, eigentlich finde ich das nicht mehr so schlimm, aber jetzt werden sie mich wahrscheinlich holen. Wahrscheinlich mehr als nur Verstappen. Weil erstens, sie können DRS benutzen. Zweitens, sie haben mehr Abtrieb als ich. Okay, kommt aber ziemlich zu spät. Hätte viel früher kommen müssen. Ja, aber jetzt ist es wahrscheinlich für uns gerade gelaufen wieder. Nee, geht noch. Boah, komm schon, Alter. Bitte, ich will einfach noch ins Ziel kommen. Alter. Alter, hier ist so kritisch, weil es hier so komisch kurvig ist und ich halt sehr abbremsen muss. Er hat schon wieder eine neue Bestzeit. Wie denn? Oh, Bottas ist sogar erster geworden. Ja, moin. Ich denke mal, wir werden es aber schaffen. Nein. Oh. Ah. Alter, wie ich die alle hinter mir herziehe. Dritter Platz, komm an. Ja. Wir waren auch nicht schlecht, muss man einfach mal so sagen. Dritter Platz geht voll okay. Feier noch ein bisschen, let's go. Ja, genau. Dritter Platz, das gibt voll klar. Okay, Leute, das war's. Der nächste Preis wird der große Preis von der Niederlande sein. Der ist auf jeden Fall cool, das weiß ich. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich keinen Abzug bekommen wegen der Rückblende. Ich weiß nicht genau wieso. Normalerweise bekommt man das. Aber ja, das war's mit dieser Folge Formel 1. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann, ja, würde ich sagen, war's das. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.